Jo Jungs, ich habe ja beim letzten Mal dieses gesamte System, was ihr hier seht, komplett neu bauen müssen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass dieses Hauptportal hier einfach keine verdammten 6 Blöcke in dieser Richtung stand, sondern 6 Blöcke zu weit dort hinten. Wenn ich das neu gebaut habe, muss ich danach natürlich die Farm erneut testen. Mal sehen, würde ich sagen. Schaut gerne auf Twitch vorbei, ebenfalls sehr gerne auf meinem Discord-Server und dann würde ich sagen, rein ins Video, viel Spaß. Wir brauchen noch ein extra Portal, damit das, was beim letzten Mal passiert ist... Ach, alles gut! Fickt euch doch einfach alle! Nicht nochmal passiert. Das ist ganz wichtig, sehr, sehr wichtig. Das haben wir. Wir müssen noch Items in die Glock packen, genau. Das hätte ich jetzt so fast vergessen. Einmal 3er-Items. Hä? Junge. Ach so. Oh mein Gott, nein! Stopp! 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 Oh nee! Oh nee! Oh nee, Mann! Ach du Scheiße, Digga! Ja, alles gut. Alles gut. Hauptsache, die stecken sich nicht. Hauptsache, die stecken sich nicht. Ach. Nee, der macht weiter. Nee, hör doch auf. Hör doch auf. Hör doch auf. Hallo. Ey, Digga. Och, nö. Och, nö. Och, nö. Och, nö. Komm, jetzt nicht. Mach nicht diese. Och, nee. Oh, Mann. Ja, warum immer ich? Oh, Mann. Nur weil ich einen Redstone-Block vergessen habe. Einen scheiß Redstone-Block. Fick mein Gesicht, Alter. Ich hasse Minecraft so sehr. Minecraft ist so ein Drecksgame einfach. Oh, haltet die Schnauze da, ihr scheiß Minecarts. Dann schieben wir jetzt mal eins nach dem anderen hier raus. Die Glock testen wir jetzt trotzdem noch einmal aus, ob die halt jetzt so richtig funktioniert oder nicht. Sehr gut. Genau so soll es nämlich aussehen. Perfekt. Funktioniert ein... Bahn frei. Wir müssen jetzt das externe Portal bauen im Prinzip, das uns dann auch via einer anderen Möglichkeit dahin bringt, wo wir hin wollen. Das muss ja ein Stück weit weg sein wahrscheinlich, ne? Am besten synchronisiere ich einmal eins erst in der Overworld. Wir setzen das zuerst in der Overworld und dann sinken wir das einfach mit dem hier im Nether. Oder das muss ja, mein Lagersystem muss im Prinzip dann einen kleinen Weg haben, der weg vom Lagersystem führt zu diesem Portal. Bruder, bitte schieß nicht auf mich. Ich brauche auf jeden Fall, wir brauchen noch ein so ein Vieh von euch. Wir brauchen noch ein Vieh, was ich dann benutzen kann für den Anfang der Farm. Das muss so 200 Blöcke weg sein. Was? 200 Blöcke muss das weg sein? Wirklich? So weit? Digga, ich wusste nicht, dass es 200 Blöcke sein müssen. Also wir müssen auf jeden Fall einplanen, dass wir das Lagersystem, keine Ahnung, bis in die Größe oder so bauen. Und dann kommen hier halt Schalkerfüller hin und dann hier an die Seiten Kisten und hier hinten Kisten einfach oder noch Eingang oder so. Und dann kann hier einen Weg wegführen, der geht dann 100 Blöcke in die Richtung, heißt, wir gehen jetzt mal bis 200 einfach, bis minus 200 und gucken mal, ob das passt. Also da kommen halt dann irgendwie 60 Doppelkisten oder so hin und die 60 Doppelkisten werden mit Schalkerkisten befüllt vom Schalkerfüller. Und in die 60 Doppelkisten voller Schalkerkisten kommen halt Schalker-Shells. Genau. Also so wäre mein Plan halt, dass ich unendlich da, da chillen kann. Wisst ihr, wie ich meine? So, reicht das hier von der Entfernung her? So? Das ist okay, oder? Noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Echt? Dann gehen wir auf 225. So, und hier baue ich jetzt erstmal das kleine Portal. Ich denke mal, wir machen das irgendwann noch größer. Aber für den Anfang halt irgendein Portal, um das erstmal zu synchronisieren. So, Feuerzeug, zack, anzünden. Chat, ich brauche wieder die Mathe-Profis. 226, ach, ich rechne es mir selber aus, bis ihr das wieder geschafft habt. Digi, habe ich es dreimal ausgerechnet. Minus 28 und 185. Zack, wir müssen das dann auch unbedingt markieren. Dass wir das hier irgendwie markieren, dass es halt die Schalker-Farm ist. So, gucken wir mal, ob das jetzt geht. Zack. Ja, perfekt. Dann haben wir unser Abseitsportal auch im Prinzip schon gebaut. Wir müssen hier halt dann, wenn wir das Lagersystem designen, noch so ein richtig geiles, Digga, hier wird ein richtig geiles Design hinkommen. Ich schwöre es euch, wir machen hier so ein richtig fettes, geiles Lagersystem. Also fett nicht, aber ein geiles Lagersystem. Und dann kannst du hier so über Glasboden durchlaufen mit so Birkenholz Pfosten, die hier so sind, so außenrum. Und dann kommt immer wieder so das gleiche Design, aber in einem relativ großen Raum. Und am Ende kommt dann ein Nether-Portal hin. Und hinter dem Nether-Portal werden wir als Wall Schalkerkisten placen, hier überall als Wall hinter dem Nether-Portal. Boah, das wird so wild wieder, Junge. Das wird so krank. Das wird so geil aussehen am Ende auch. Das wird so heftig einfach. Um die Farm jetzt wieder anzuschmeißen. Wir haben jetzt alles spawnproof. Wir haben im Nether die Portalverlinkung erneuert, komplett verbessert. Ich muss jetzt hier noch einen Minecart setzen, danach einen Unsichtbarkeitstrank schlürpen. Wir sollten an sich als alle... Warte, wir holen als allererstes erstmal die Unsichtbarkeitstränke aus dem Nether. Das ist ja vielleicht ein bisschen schlauer, dass wir vorbereitet sind. Und wenn da das Minecart sitzt, damit die Killing Station funktioniert, können wir eigentlich einfach nur eine Schalker, die dort ist, healen. Wir brauchen noch Heal Pots. Das habe ich vergessen.
Ich habe mich dann direkt für den gesamten Restart der Farm vorbereitet. Bogen habe ich, Pfeil habe ich, Essen habe ich. Fehlt uns auch irgendwas, Chat? Raketen habe ich. Müssten eigentlich soweit jetzt wirklich alles haben. Minecarts. Korrekt, denn ich muss noch Minecarts setzen. Jetzt kurz zur Planung, bevor wir starten. Also ich brauche 4. Ich habe 1 Pferd aber schon. Heißt alles gut. Wir geben uns jetzt gleich Unsichtbarkeit. Dann setzen wir zuerst die nächsten 3 Minecarts, die dahin müssen. Oder müssen 4 in einen Kreis. Kann auch sein, dass 4 in einen Kreis sind. Dann ist schwierig, aber das werden wir gleich sehen. Das sagt Fred uns gleich. Auf jeden Fall setzen wir dann erst Minecarts in den Kreis. Da, wo jetzt Minecart Pferde da hinten, seht ihr. Danach werde ich ein Minecart selbstständig spawnen. Das fährt dann hier durch, bringt dann eine Schalker nach hier hinten. Diese Schalker dupliziert sich dann. Oh, hier ist sogar schon eine Schalker. Okay, hier ist schon eine Schalker, vergiss es. Das heißt, wir bringen trotzdem eine Schalker nach da. Diese Schalker dupliziert sich dann. Dann werden Schalker durch die Portale gehen und im Nether rauskommen. Wir werden direkt parallel in Nether gehen und einmal im Nether die Minecart-Strecke anmachen, dass die Schalker im Nether abtransportiert werden. Danach, wenn die abtransportiert werden, müssten die sich eigentlich alle nach da teleportieren. Und wenn diese Reihe einmal voll ist, mache ich die Farm erstmal wieder aus und dann gucken wir weiter, okay? Und dann machen wir die nächsten Schritte, mach dann auch erstmal alle Clocks etc. pp. aus, dass wir dann erstmal gucken können, was wir wie machen müssen, wo wir verhandeln müssen etc. Im Nether stellst du das Minecart-System für eine kurze Zeit an. Wenn du wieder rausgehst, stellst du das System wieder aus. Ach so, okay. Also nur für eine kurze Zeit machen wir es im Nether an und dann machen wir es wieder aus. Dass nicht sowas passiert wie beim letzten Try. Legen wir jetzt los. Also ich gehe nur kurz in den Nether und gehe dann wieder raus, wenn ich ein paar Minecarts spawnen habe lassen. Einmal das hier, dann ziehen wir die hier raus, Schalker mitnehmen und dann healen wir die zuallererst und ins Bett. Ins Bett müssen wir auch auf jeden Fall. Healing! Ich habe denen jetzt jeweils 3 Healpots zugeworfen. Und dann müssen hier jetzt 4 Minecarts auf die Strecke. 1, 2, 3, 4. Und zwar müssen wir jetzt, wie gesagt, den Schalter hier aktivieren, dann manuell ein Minecart setzen und dann sehen wir erstmal weiter. Farm geht an. Jetzt müssten die Klappen alle offen sein, genau. Und die Schalker schießen, korrekt. So, dann setzen wir hier per Hand ein Minecart, damit es schon mal durchgeschoben wird. Eigentlich können wir auch 2 Minecarts setzen, theoretisch. So, das geht nach da, perfekt. Und jetzt hat sich die Schiene umgeändert. Ja, wir setzen direkt 2, dass hier das andere auch weg ist. So, und dann gehen wir jetzt einmal, nachdem wir sehen, ob das hier funktioniert oder nicht. Müsste aber rein, theoretisch. Perfekt. Das hier funktioniert auch, die dupliziert sich. So, jetzt müssten theoretisch im Nether ein paar Schalker gespawnt sein, die wir jetzt gleich sehen werden, wenn wir in den Nether gehen. Müsste eigentlich, also es muss, es gibt gar keine andere Option, sie müssen da sein. Zu 100%, wenn sie jetzt nicht da sind, Digi, dann funktioniert irgendwas ganz, ganz komisch nicht. Hier müssten jetzt theoretisch Schalker sein. Okay, das ist schon mal sehr gut. Wir machen jetzt erstmal nichts. Wir freuen uns noch nicht. Alles ist gut. Jetzt mache ich hier das System einmal kurz an. Und dann werden die Schalker nämlich erstmal abtransportiert. Nach und nach. Was? Hä? Was geht denn bei euch jetzt ab, Alter? Scheiße, die... Ach, wir sind Fly, Mann. So nämlich. Zack. Und die Schalker sind jetzt erstmal alle abtransportiert. Zack. So, dann müssten jetzt in der Oberwelt ganz viele Schalker chillen, theoretisch. Wir gehen jetzt erstmal in die Oberwelt und gucken mal nach, was hier jetzt so abgeht. Digga, wo sind die ganzen Schalker hin? Aber warum haben sie sich nicht priorisierend darauf gesetzt? Aber das ist im Prinzip die Menge. Die Menge macht das. Die haben sich einfach darauf gesetzt und wäre da jetzt das Limit voll, dass sie da sich nicht mehr raufsetzen können, weil sie dann sterben, würden sie sich da hinsetzen. Also erstmal sieht es ja gut aus. Gab ja jetzt keine Komplikation. Schalker Nummer 1... Schalker Nummer 2. Das sind auch die letzten beiden jetzt. Alles gut, ist richtig. So, perfekt. Dann haben wir jetzt hier überall im Prinzip alles befüllt mit Schalkern. Digga, mir ist das ja alles zu kompliziert. So, jetzt werden wieder Schalker dupliziert, ganz viele. Das macht jetzt zack, zack hier, oder? Hä? Ach so, okay, ich wollte schon sagen. Ach so, okay. So, und jetzt werden die hier alle abgeschossen und duplizieren sich in Massen, theoretisch gesehen. Gucken wir mal hier, ob es geht. Hier geht's auch. Und hier hinten geht es ebenfalls. Perfekt. Lass kurz laufen. Okay. Kannst jetzt schon gehen? Ja, warte, dann mache ich das jetzt aus. Und danach gehe ich einmal in Nether. Und dann kann ich doch das Minecart-System anschalten. Oh mein Gott, mein Herz. Ach Gott, verdammt, was war das denn jetzt? Ja, was war denn das für ein scheiß Aufprall? Ich weiß es nicht. Mein Herz ist gerade explodiert. Gehen wir mal in die andere Seite. Und oh, wartet. Ganz schnell schlürfen. Oh, und die können ja jetzt erst durchlaufen. Das sieht sehr gut aus. Und guck mal, da teleportieren sich ganz viele nach, Chat. Weil ganz viele noch in dem Portal sogar hängen, weil so viele produziert worden sind. Ey, Junge, das ist so satisfying einfach.
Das macht mich glücklich, das zu sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Wie befriedigend ist so. Es ist einfach so wundervoll. Und dann töten wir einmal gleich, wenn alle Schalker hier raus sind, töten wir die zwei, die da illegal sich verfangen haben. Es sieht so cool aus, Bruder. Das ist immer das Beste an diesem ganzen Farmbau, wenn es am Ende wirklich funktioniert. Oh, scheiße. Zack, da sind sie tot. Und als Spawn-Proven wir jetzt gleich mal die Blöcke da. Das Problem war ja beim letzten Mal, dass sich Schalker in die großen Portale teleportiert haben, wieder zurück, weil die Portale falsch synchronisiert waren. Jetzt gucken wir einmal bei den großen Portalen nach, ob sich da halt Schalker rein teleportiert haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sieht das Ganze erstmal ganz gut aus. Warte, hier ist irgendwo noch eine Schalker. Oh, da unten sind auch noch zwei. Lass mich. Ein Knopf so und ein Knopf so. Ich habe gerade ein Kribbeln im Bauch, als würde ich das erste Mal mit Emmy sprechen. Also no joke, meine Magengrube, die ist gerade schon echt am Kribbeln, ich sag euch ehrlich. Das kann auch jemand, der glaube ich nicht so eine Farm baut, gar nicht verstehen, was ich gerade für ein Kribbeln im Bauch habe. Gucken wir mal bei den großen Portalen, sind hier irgendwo Schalker? Tief einatmen, Jungs. Ich glaube, bei euch ist die Spannung gerade gar nicht so hoch. Aber innerlich bei mir ist die Spannung gerade bei 3 Milliarden. No joke. Ich habe gerade innerlich so eine Anspannung. Das ist wie, als würdest du gerade Jugendweihe haben und auf die Bühne gerufen werden vor 400 anderen Kindern, Digga, die dich alle mobben könnten, wenn du was falsch machst. Aber es sieht danach aus, als würde... es sieht danach aus, als würde die Portalsynchronisation soweit erstmal funktionieren. Also wir gehen jetzt noch nicht davon aus, dass die Farm hundertprozentig schon worked. Aber sagen wir mal so viel, es sieht nicht katastrophal scheiße aus wie beim letzten Mal. Chat, wir müssen jetzt die Farm anstellen. Dann warten wir kurz, bis im Prinzip die ersten Schalker dupliziert sind. Und danach werden wir im Nether das System anstellen, damit im Prinzip die Minecarts loslaufen. Und dann warten wir, dass im Prinzip die ersten durch das kleine Portal gehen, zurück in die Overworld. Ja, und dann gehen wir auch zurück in die Overworld. Und dann werden wir finally sehen, wenn wir hier stehen, ob das System wirklich, wirklich funktioniert oder ob wir doch einen Fehler gemacht haben, ob vielleicht, also das, was ich denke ist, das Problem ist jetzt, ich glaube, das Trunk Loading im Nether könnte vielleicht ein paar Probleme machen, aber das werden wir jetzt gleich sehen, ob das geht oder nicht. Dann starten wir jetzt. Ich mache jetzt das Ganze an und danach heißt es entweder Schmerzen schlucken oder Glücksgefühle ausspucken, eins von beiden. Kurz warten, wir warten jetzt kurz oben, bis sich die ersten dupliziert haben. Dort, der kriegt Schaden. Der kriegt ebenfalls Schaden. Der hier kriegt auch Schaden. Der hier kriegt auch Schaden. Oh mein Gott, Digga, ich bin so aufgeregt. In mir sprudelt es gerade wie nichts anderes. So, hier oben müssen jetzt Schalker sein. Ganz viele. Ja, perfekt, Jungs. Was geht, was geht. Dann schalten wir jetzt das System hier ein. Und diese Schalker werden jetzt angefangen abzutransportieren. Alter, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Mann. Für mich ist das hier gerade ein Meilenstein, den wir setzen, falls diese Farm funktioniert. So, und dann fliegen wir jetzt dahin und gucken, ob das Ganze finally funktioniert oder ob wir doch irgendwelche Probleme mit der Farm haben. Oh je, es sieht gut aus, Jungs. Es sieht so aus, als würde die Farm auch mit dem Trunkloading im Nether funktionieren. Weil würde das Trunkloading im Nether nicht funktionieren, würden hier nicht so aktiv Schalker rauskommen. So, und dann gucken wir auch mal hier rein. Hä? Aber warum kommen denn hier keine... Ach so, oh. Ach ja, moin. Das ist eine Doppelkiste an Schalkerkisten. Knapp. Na, 32 um den Dreh. Nee, doch, das war eine Doppelkiste an Schalkerkisten, die wir jetzt schon zusammen haben. Ja, mashallah, dann schalten wir das Ganze jetzt aus. Ein Traum, ja. Ein absoluter Traum. Warte, dann machen wir jetzt zuerst mal hier unten das System aus und danach die Glock oben. Bedeutet, der Hebel muss aus. Dann ist jetzt das Schalker-Spawning deaktiviert. Dann muss hier oben das hier ausgeschalten werden, damit das Abtransportiersystem auch deaktiviert ist. Das funktioniert weiter, da wird weiterhin ordentlich produziert. Aber irgendwann müsste hier das System aufhören. Genau, jetzt hört's auf. Weil jetzt kommen keine Schalker mehr in den Nether nach. Jetzt gehen wir in den Nether und gucken im Nether nach, ob beide Systeme funktioniert haben oder ob nur die eine Seite ordentlich funktioniert hat. Das ist halt jetzt die einzige Frage. Falls nicht, also falls nur die eine Seite nicht funktioniert hat, müssen wir noch einen Chunkloader bauen. Oh, nee. Warte. Ich habe einen Lag. Oh, okay. Hier war gerade irgendein Stand-Lag. Oh, mein Gott. 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 Es haben beide Seiten funktioniert. Es haben beide Seiten funktioniert, Chat. Es haben beide Seiten funktioniert. Oh, ja. Oh, ja. Die Farm funktioniert. Finally. Ja, Mann. Geil. So geil. Oh, Digga. Wie ich gestern verzweifelt bin an diesem Drecksding. Und jetzt ist bam. Oh, Gott. Geil, Mann. Ja. Ja.
Ich könnte jetzt alles erleben. Mir geht's gut, Mann. Das Ding ist, ich baue jetzt erstmal die Schienenstrecken ab, die wir gebaut haben. Die im End lasse ich stehen, weil warum nicht? Die stört uns da eh nicht. Und wenn wir mal wieder die Schienenstrecke brauchen, können wir sie nutzen, falls wir wieder mal eine Schalker brauchen, whatever, wofür auch immer, ist ja egal. So, deswegen würde ich die stehen lassen. Wir müssen auch definitiv in Zukunft dann Doppelkisten unten beim Lagersystem Doppelkisten platzieren, wo wir einmal Unsichtbarkeitstränke haben. Dann die Utensilien zum Brauen der Unsichtbarkeitstränke und Braustände, die direkt vor Ort sind, damit, falls wir hier mal hochfliegen, whatever, die Schalker uns nicht direkt abschlachten, ne? Das wäre wirklich ein Träumchen. Und wir müssen dann auch die ganze Schalker-Wall, die da ist, abbauen. Vorsichtig abbauen, dass da keine Schalker sich hin teleportieren und nach unten halt bringen, aber das machen wir später. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns um die Schienensysteme in der Overworld und halt hier vor Ort. Leider habe ich den Abbau des Schienensystems nicht aufgenommen. Warum auch immer. Auf jeden Fall habe ich hier eine wunderschöne Timelapse vom Verschieben der Schalker-Wall runter in unser zukünftiges Lager. Also das Ding ist, wir müssen jetzt einmal gucken, dass wir so ein Auffangbecken bauen, weil da oben aus diesem Dropper, der da ist, wird alles rausgedroppt. Bedeutet, das fällt nach hier unten und hier unten muss es eigentlich mit einem Wasserbecken aufgefangen werden, sodass es dann in den dazugehörigen Schalkerfüller, den wir noch designen und bauen müssen, geschickt wird und dann ins Lagersystem. Wie wir das machen und welche Höhe und so, weiß ich nicht. Die Hauptsache ist jetzt erstmal, dass es halt aufgefangen wird und dass wir das platzieren, dass wir es schon mal als Orientierung haben, um zu wissen, wie das Lagersystem designt werden muss am Ende. Also ich werde das Wassersystem wahrscheinlich, also das Auffangbecken, noch höher bauen und so. Das ist jetzt halt einfach nur schon mal provisorisch, damit wir halt mit der Größe und so, umgehen können. Setz doch einfach einen Cobweb. Das Ding ist, der kann das doch spreaden, oder nicht? Also ein Item wird doch nicht, wenn es da oben runter droppt, nur auf diesen einen Block hier fallen. Das fällt doch auch außen rum. Oder irre ich mich? Wir können auch gerne einen Cobweb nur benutzen. Warte, ich setze mal hier testweise diesen Block. Und da machen wir mal kurz einen Test, ob es wirklich nur auf diesen einen Block fliegt oder auch woanders hin. Wenn du oben einen Cobweb setzt, dann nicht. Ach so, ich muss oben eins setzen. Und unten, da, also zum Auffangen dann im Prinzip einfach... Ah ne, unten wird es dann ja einfach aufgefangen. Scheiß die Wand an. Natürlich haben wir hier kein Cobweb mehr. Okay, warte, dann gehen wir erstmal kurz einen Cobweb holen und bauen das Wassersystem wieder ab. Da war doch was. Spinnennetze. Ah ja. Ah ja. So nämlich. Oh, scheiße. Das war dumm. Warum schießt er mich noch nicht ab? Oh, das war schlau. Oh, das war noch schlauer. Schieß die doch mal. Ich geh nie. Ich schling die doch nicht. Ich esse sie doch genüsslich. Nee, du schlingst sie. Nein, die sind lecker. Ich weiß an sich nicht, was der Begriff schlingen bedeutet, weil... Jetzt mal Real Talk. Wann schlingt man? Man isst schnell, wenn das Essen geil schmeckt. Natürlich isst man dann schnell, wenn man es genießt. Man soll es genießen. Ja, und dann isst man doch automatisch schneller, weil es doch geil ist. Zerteilen. Ich bin auch noch hier. Nein, ich bin auch noch hier. Ach, teilen meinst du? Da hast du recht, teilen soll ich vielleicht wirklich. Aber schlingen macht so gar keinen Sinn, weil wenn was geil schmeckt, dann will ich ja ganz viel in kurzer Zeit davon essen, damit ich noch mehr essen kann danach. Ja, da kriegst du Bauchschmerzen. So, nee, ich krieg da gar keine Bauchschmerzen. Doch, mein Bauch ist da so abgehärtet, du kleines Kind. Du bist einfach schwach. Jetzt schon später. Bist du Stress jetzt anfangen oder was hier onstream? Au, au, au. Mach Schlags uns, mach Schlags uns, mach Schlags. Au, au, au. Oh, es reicht. Au, Mann. Warum musst du mir immer in die Backe hauen? Au! Es tat weh! Ich glaube, das tat mir mehr weh. Nein, als dir. Spaß. Also fürs Twitch-Team, falls das zu realistisch war, was ich denke, dann bitte nicht bannen. Das waren nur meine Hände, die geklatscht haben. Und jetzt bitte die Hand weg. Nein, Spaß. Ich brauche einmal die Größe von einem Schalker-Loader. Und wenn wir die Größe haben, oder was heißt, wenn wir Größe haben? Wir planen jetzt hier alles. Die Größe und wo wir was für Kisten setzen. Und vielleicht fangen wir auch schon Teils an zu designen. Aber ich glaube noch nicht. Und wenn alles geplant ist, beziehungsweise das Redstone größtenteils steht, gucken wir mal weiter.